Das Gesetz führt zu Christus, das war mal kurz Thema, ja. Das Gesetz gilt ja für uns nicht mehr als wiedergeborene Christen, ja. Genauer gesagt müsste man sagen, das Gesetz gilt noch für unseren alten Menschen, der ist noch unter Gesetz und der wird auch, weil er das Gesetz übertreten hat, sterben und wieder zur Erde werden. Aber der neue Mensch, der ist frei. Ja, warum? Weil der neue Mensch nach Christus ist und das Gesetz findet an Christus nichts. Ja, der neue Mensch ist, der Deutsche würde bestimmt 100% hören wollen. Ja, der neue Mensch ist 100%ig. Der ist vollständig in Christus und da ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Ja? Und diese Trennung, die versucht der Paulus den Galatern zu zeigen, dass es um ein neues Gesetz geht, um einen neuen Glauben, um eine Freiheit vom Gesetz in der Gebundenheit an Christus. Ja? Und dann schreibt er hier, die Schrift, in Klammern die Bibel oder das Gesetz, die Ansprüche Gottes im Alten Testament, ja, das Neue war damals ja noch nicht geschrieben, das wird ja gerade erst formuliert hier, ja. Die Schrift hat alles beschlossen unter die Sünde, alles und alle Welt, dass alle Welt Gott schuldig sei, sagt er im Römerbrief, ja. Die Schrift hat alles beschlossen unter die Sünde, auf dass die Verheißung käme, ich sag mal, allein durch den Glauben an Jesum Christum gegeben oder geschenkt denen, die da glauben. Ja? Die Schrift hat alles beschlossen unter die Sünde. Das heißt, niemand kann die Schrift erfüllen. Nur einer hat das getan. In übermenschlicher Kraft. Ja? Aber die Schrift hat alle und alles und jeden und die ganze Welt und den Kosmos und das All und alles was und die Engelwelt alles beschlossen unter die Sünde. Alles. Und verurteilt alles. Und gilt insofern auch für alle. Und selbst wenn die Welt das leugnet, gilt das doch für alle, ja? Und wenn Jesus Christus kommt und die Welt richtet, wird er die Welt nach diesem Gesetz vom Sinai richten. Ja? Danach kommt das. Und nur die Gemeinde Jesu ist dem enthoben. Warum? Weil wir eine neue Natur haben. Weil dieser neue Mensch in Christus ist und dem Gesetz enthoben ist. Das Gesetz erreicht ihn nicht. Und wenn es ihn erreichen würde, hätte es nichts an ihm auszusetzen, ja? Das ist unser Glaubenstrost, das ist etwas Seelsorgerliches. Das ist nur für die, die unter ihrer Sünde seufzen, für die anderen ist das nicht. Ja? Das ist ein Geheimnis im Evangelium, das gehört der Welt nicht. Das gehört nur den Kindern Gottes, denen gehört das. Das ist das Geheimnis des Evangeliums Jesu Christi. Und das ist wichtig für uns, für unser Glaubensleben, für unser Seelenleben, für unser Gottesbild und auch für unser Selbstbild. Der verzagt ist unter seiner Sünde, der soll sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, wir sind mit Christus mitgestorben und dürfen mit ihm auferstanden sein und dürfen in Neuheit des Wesens wandeln. Ja, wir haben einen neuen Menschen. Das ist unser Trost. Paulus stellt sich so sehr auf die Wahrheit, dass er sagt, so sündige nun nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ja? Ich darf der neue Mensch sein. Das ist ein ganz, ganz großer Trost für viele Menschen, die in Christus sind und die glauben. Weil es ist ja so, wir kommen zum Glauben und dann spricht der Geist Gottes zu uns durch Gottes Wort. Und wir lesen auch das Gesetz, wir lesen auch die Gebote und die Gebote sagen, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Und dann kommen wir als Christen, wenn wir jung bekehrt sind, in so eine Engführung rein. Dass wir nämlich sagen, ich will ja und ich versuche ja, aber ich komme im Glauben überhaupt nicht vorwärts. Ich hänge immer wieder an den alten Sachen fest, wie kann das sein? Und dann kommt ein Christ in eine große Verzagtheit. Ja? Der wird traurig über sich selbst. Und er kommt dann in eine Gemeinde und dann sagen die Gemeindeleute, ja, ihr müsst da mehr arbeiten. Oder ihr glaubt auch vielleicht noch nicht richtig, ihr braucht noch eine zusätzliche Segnung oder Salbung oder sowas, ja? Tatsächlich ist aber der Geist Gottes an unseren Herzen und arbeitet daran und zeigt uns, wir sind am Jabok, ja? Wir kämpfen in der Nacht mit der Finsternis mit dem Gottesmann. Ja, und der Zerbruch steht kurz bevor. Und nach dem Zerbruch, nachdem Jakob zerbricht, bekommt er einen neuen Namen, die Sonne geht ihm auf, ja? Und das soll das Evangelium leisten, dass das Evangelium sagt, das, was du erlebst, wenn du unter deiner Sünde leidest, das ist normal. Das gehört zum Glauben dazu. Ja? Das ist nichts Ungewöhnliches. Es wäre ungewöhnlich, wenn du das nicht erleben würdest.
Ja? Denn die Welt und auch die christliche Welt, auch die fromme Welt, die sind ganz zufrieden mit sich. Ein Bruder hat von mir erzählt, er lebt nicht mehr, der war früher bei der RAF, der ist dann zum Glauben gekommen und der war nachher immer noch ein Radikaler für Jesus, muss ich sagen, ja? Und er sagt, diese schmatzende Selbstzufriedenheit der Christenheit, den Satz mache ich nicht zu Ende, ja? Ja? Der war so, Entschuldigung, ja? Der hat noch die Sprache vom Luther gehabt, ja? Aber es ist mir so hängen geblieben, diese schmatzende Selbstzufriedenheit. Und das hebt der Geist Gottes in uns auf. Der öffnet unsere Herzen und er zeigt uns, wie wir sind in unserem Innersten. Und wir erleben dann und wann die Höllenfahrt ins eigene Ich. Ja? Und da hinein spricht Gott sein Wort und sagt, das, was du jetzt siehst, was der Geist Gottes dir zeigt, worunter du leidest, das ist das, wofür Jesus gestorben ist. Du bist kein theoretischer Sünder, du bist ein sehr praktischer Sünder. Ja? Und durch diese Verzagtheit hindurch darf uns aber Licht werden im Evangelium. So sündige nun nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ja, Römer 7. Ich danke aber Jesum Christum. Ja, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Zerrissenheit im Apostel Paulus? Er dient mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde? Naja, also so ein großer Völkerapostel wie der Paulus, der sollte das doch unter den Füßen haben, ja? Hat er nicht. Ja? Er sagt, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Und dann sagt er, ich danke Jesum Christum, weil ich mit dem mitgestorben und mit auferstanden sein darf. Und die Schlussfolgerung daraus ist, dass er zerrissen ist. Ja? Die Schlussfolgerung ist nicht, dass er sagt, jetzt kann ich alles. Der Geist Gottes hilft mir jetzt, dass ich Gottes Gesetz erfülle. Ich werde immer perfekter. Kennt ihr die Lehre vom reinen Herzen? Ja? Das geht so in die Richtung, ja? Dass wir gläubig werden und dass wir immer perfekter werden, dass der Geist Gottes uns Kraft schenkt und dass wir irgendwann sündlos leben. Das ist Gift für ein Kind Gottes. Ja? Denn die einen wird das in die Heuchelei treiben. Es werden perfekte Heuchler. Und die anderen werden wahrscheinlich irgendwo in der Klapsmühle enden. Ja? Dieser alte Mensch ist von Fleisch. Wir nehmen den gefangen unter den Gehorsam Christi. Das tun wir schon. Wir lassen dem Fleisch bei weitem nicht mehr alles zu, was wir vielleicht früher uns erlaubt haben als Nichtchristen. Das ist so. Paulus geht sogar noch weiter. Der sagt, wir kreuzigen unseren Leib, unser Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden. Galaterbrief. Das ist aber nichts Masochistisches. Das ist etwas Christusähnliches. Hört ihr den Unterschied? Wenn er sagt, ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt, dann sagt er, warum schreibt Paulus das? Weil er sieht sich in der Christusgleichheit. Wir werden Christus ähnlich. Wir gehören ja zu Christus. Jesaja 7. Wir sind Immanuel. Wir sind ein Teil Christi. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und deswegen halten wir nicht das Gesetz des Mose, sondern wir kreuzigen unseren Leib. Warum? Weil unser Heiland das gemacht hat. Ja, aber sollen wir dasselbe tun, wie Jesus gemacht hat? Natürlich, das ist unser Gesetz. Versteht ihr den Schluss, den Zirkelschluss? Ja, das ist das, was die Bibel uns zeigt. Das heißt, wir sind nicht ohne Gesetz, wir sind keine gesetzlosen Leute. Wir sind aber im Gesetz Christi und nicht mehr im Gesetz des Mose. Ja? Und wenn der Geist Gottes uns offenbart, wie stark die Sünde ist in unserem Fleisch, dann sollen wir nicht vergessen, dass Jesus dafür gestorben ist und der neue Mensch auferstanden ist und vom Gesetz und Fluch des Gesetzes nicht mehr erreicht wird. Wir sind nicht mehr unter Gesetz, ja? Wiewohl wir nicht ohne Gesetz sind. Das ist eine ganz schwierige Balance, die rauszufinden. Und die müsst ihr selber in eurem Glaubensleben mit dem Herrn Jesus selber ausprobieren, ja? Und da werden wir verzagt sein und da werden wir fröhlich sein und es wird ein Kampf sein wie am Jabbok. Und irgendwann werden wir Licht bekommen, werden einen neuen Namen bekommen und werden hinken. Ja, wir hinken am alten Menschen. Und das ist das, was Paulus in Römer 7 schreibt. Wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Ich danke aber Jesum Christum. Und die Konsequenz daraus ist nicht, dass er sagt, jetzt geht mir alles leicht von der Hand, sondern er sagt, mit dem Gemüt diene ich dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch immer nach dem Gesetz der Sünde. Das ist die Zerrissenheit eines Christenmenschen. Wir hängen zwischen Himmel und Erde wie Christus am Kreuz.
Ja? Das ist normal. Da gibt der Geist Zeugnis unserem Geist. Das heißt also, einerseits haben wir Licht von Gott in Gottes Wort und andererseits müssen wir immer wieder zurück nach Golgatha. Das hält uns immer, mir ist das ganz wichtig, das hält uns immer auf dem Boden. Es lässt uns immer Verständnis haben mit dem Bruder oder mit der Schwester, die vielleicht auch mal schuldig wird an uns, ja? Das lässt uns immer lernen, lieb zu haben. Ja, weil wir sagen, ich bin geliebt, obwohl ich so jemand bin. Und deswegen bin ich auch schuldig, den anderen zu lieben, der vielleicht mir was Böses getan hat. Ja, und das gibt eine ganz feine, ausgewogene Balance und da entstehen Persönlichkeiten, Charaktere, Christuscharaktere, ja? Macht Gott uns neu. Und so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum. Denn das Gesetz hat uns verurteilt, ja? Das Gesetz hat uns unsere Sünde gezeigt. Das Gesetz hat alles beschlossen unter die Sünde. Und so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum. Das Gesetz überführt uns. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht töten. Du sollst kein Falschzeugnis reden. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib und Hab und Gut und Esel und Sechszylinder. Ja? Oder Achtzylinder. Wer hat jetzt gerade an Zwölfzylinder gedacht? Merkt ihr das? Ja? Ja? Das ist ja interessant. Paulus nimmt ja hier eins der 10 Gebote. Lass dich nicht gelüsten. Die anderen Gebote, man müsste jetzt im Detail gucken, oder ich will mal sagen, dass dieses Gelüstengebot, das unterscheidet sich von den anderen, das geht den inneren Menschen an. Die anderen Gebote, die kann man tun. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz exakt, was ich sage, ja? Die kann man mit der Hand tun, aber dieses Gebot, dem sind wir ausgeliefert, den Gelüsten. Und da ist der eine von euch so veranlagt und der andere so, ja? Und dieses Gebot, was so tief in unsere menschliche Psyche und Seele und in unser eigenes Ich hineingeht, das nimmt Paulus. Lass dich nicht gelüsten. Liest am Morgens in der Bibel, liest die 10 Gebote, lass dich nicht gelüsten. Gut, er rollt die Rolle zu, betet, geht raus auf die Straße und sagt, naja, ich lass mich auch nicht gelüsten. Wie 8 Zylinder, ja? Neuer Schimmel hat der Nachbar und neuen römischen Wagen, ja? Und rums ist er reingefallen. Oh, sagt er, heute Morgen habe ich eine stille Zeit gelesen, lass dich nicht gelüsten, ja? Hat er das Gesetz übertreten, ja? Und das Gesetz macht allerlei, erregt allerlei Lust in ihm, weil das Gesetz sagt, lass dich nicht gelüsten. Und der Paulus sagt, nee, tue ich ja nicht. Was ist denn Gelüsten überhaupt? Und da geht's mit Zylindern los und Häuser mit Schwimmbädern und so Sachen, ja, die man sich vorstellt. Und vielleicht auch das andere Geschlecht, ja? Und alle möglichen Dinge. Und dann macht das Gesetz, macht das wach in uns, ja? Wir denken darüber, das beschäftigt uns. Und das Gesetz zeigt uns auch, dass das in uns ist. Und wenn Gott Gnade schenkt, dann zerbricht uns das, ja? Und dann finden wir zu Christus. Und das sagt Paulus, das war das doch. Das Gesetz ist doch nicht eigentliches Ziel gewesen, sondern das Gesetz war doch unser Pfeil, unser Vektor, unser Wegweiser auf Christum. Die Juden sagen, das Ziel eures jüdischen Glaubens ist, das Gesetz zu halten. Das ist für sie das Ziel. Für uns ist Christus das Ziel und das Gesetz ist nur Mittel zum Zweck. Wir gehen über das Gesetz hinaus. Wir gehen durch das Gesetz, Mittel des Gesetzes gehen wir zu Christus. Das Ziel des Christen ist Christus, während das Ziel des Juden noch war, das Gesetz zu halten. Ja? Das sind zwei verschiedene Bündnisse, zwei unterschiedliche Arten zu glauben, ja? Und so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus, weil die Juden versuchen, das Gesetz zu halten und die Christen sehen, dass sie daran scheitern und schuldig werden. Und zwar nicht, weil wir zu schwach wären, sondern weil wir lieblos sind. Ja? Denn wir haben ja gesagt, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, nicht die Anstrengung, sagt Paulus, ja? Das Gesetz ist ja das Wesen Gottes, der Ausdruck des Wesens. Gottes Wesen ist vor allem Liebe. Also wer lieb hat, der hält das Gesetz, sagt Paulus mehrfach im Neuen Testament. Und die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und wenn wir das Gesetz übertreten, sind wir nicht zu schwach, sondern lieblos. Ja? Als einer der Pharisäer zu Jesus sagt, das höchste Gebot ist, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten, da sagt Jesus zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes, von dem wirklichen Gottesreich, ja?
weil sie erkennen, es geht um die Liebe. So gilt nun nicht beschnitten oder unbeschnitten sein, sondern der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Nicht die Beschneidung, sondern der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Ja? Wir tun nicht das Gesetz, wir sind Wort Gottes an die Welt. Wir essen das Gesetz, wir essen das Wort Gottes, ja? Wir ernähren uns davon. Wir sind gezeugt aus dem Wort Gottes, ja? Und jetzt sagt Paulus, das Gesetz ist so unser Zuchtmeister gewesen, unser Erzieher, ja? Zuchtmeister hört sich im Deutschen sehr, sehr streng an, ja? Aber unser Pädagogos, ja? Unser Lehrer, unser Hinführer auf Christum, und in Christum werden wir selig. Weil wir sagen, er ist ja für mich gestorben. Halleluja. Das darf vorbei sein. Das darf gekreuzigt sein. Der alte Mensch wird irgendwann wieder zur Erde werden, aber ich darf in Christus auferstehen und mit ihm leben und ihn sehen, wie er ist, ja? Höchste Verheißungen. Und Paulus sagt jetzt, wo aber jetzt der Glaube gekommen ist, ja, dann sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Ach so, ja, und jetzt kein Gesetz mehr halten. Wie soll denn der Christ jetzt leben? Ja, nehmen wir mal die 10 Gebote. Oh, da haben wir gestern schon gesagt, das dürfen wir nicht. Wir dürfen das Gesetz nicht auseinanderreißen. Das ist ein monolithischer Block. Wer ein Gebot übertritt, ist aller Gebote schuldig. Man darf die 10 Gebote da nicht rauslösen, ja? Entweder ganz das Gesetz halten oder ganz die Hoffnung auf die Gnade setzen. Entweder ganz das Gesetz vom Sinai oder ganz das Gesetz Christi, das Gesetz des Geistes, das Gesetz der Freiheit. Das ist Neues Testament. Und vielfach wird das vermischt, ja? Dann gibt's so einen Mischglauben, so halb Gesetz halten und halb die Gnade Christi, ja? Was ich so schaffe in meiner Anstrengung, das mache ich, und was ich nicht schaffe, dafür ist Jesus gestorben. Das ist so ein Mischglaube, den wir vielfach haben. Die Reformatoren, Luther, Calvin, die haben das ganz glatt geschnitten und auseinandergetrennt, ja? Ganz, ganz fein. Und dann fangen wir an, uns aus der Bibel raus zu verstehen. Und dann werden wir nicht verrückt, ja? Sondern dann haben wir Jesus lieb. Und das sind, und viele, also auch, ich komme ja aus dem Schwäbischen, und im Schwäbischen ist der Pietismus ja sehr stark. Piet Kong sagt man dazu. Ja? Piet Kong, ja? Und oftmals ist das Evangelium vertauscht worden gegen eine sehr krude Moraltheorie. Und das klingt irgendwie wie Bibel und Evangelium, aber das ist sehr steif und sehr moralisch. Und da werden Menschen krank drunter. Ich habe mehrere Menschen getroffen, die sind in die Psychiatrie dadurch gekommen, ja? Weil man mit dem Wort Gottes in den Seelen der Menschen rumfuhrwerkt. Und das Wort Gottes ist kräftig als jedes zweischneidige Schwert und ist in der Lage, Fleisch und Bein und Geist und Seele zu scheiden, und ist ein scharfes Schwert und dringt durch, ja? Und wenn ich mit dem Evangelium, weil ich nicht weiß, was ich tue, weil ich Christus nicht erkannt habe, wenn ich mit dem Evangelium in den Seelen der Menschen rumfuhrwerke, das ist, als ob ein Chirurg bei der Operation mit dem Skalpell im Bauchraum hin und her schneidet und nicht weiß, was er da alles verletzt. Ja, das kann passieren. Und da müsst ihr vorsichtig sein, wem ihr euch anvertraut. Das Evangelium ist auch ein scharfes Schwert, das trennt euch und mich auch. Das trennt auch Geist und Fleisch in mir und zeigt, wer der alte Mensch noch ist, ja? Und also müssen wir alle immer wieder zurück nach Golgatha. Aber in der Balance dürfen wir auch schon mal Ausflüge machen, wegen mir, auch in die 70. Jahrwoche und zum Daniel und zur Entrückung und zum Antichrist. Aber wir finden immer, immer, immer wieder zurück zu Jesus. Er ist der Anfänger von dem Allen. Und von dem Allen, was ich so weise und geschrieben habe, ich freue mich und sage das immer wieder, das fängt in Johannes 3 an, zu den Füßen Jesu. Da muss Prophetie anfangen. Nicht bei der 17. Zornschale und der 35. Posaune. Da gibt's genügend von, ja? Ich sage das gerne. Das fängt zu den Füßen. Wir müssen Jesus zuhören. Ja? Okay, also hier, wir machen Fortsetzung, ja? Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, wir sind unter Christi Gesetz, ja? Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum Jesum. Denn wie viele euer auf Christum getauft sind, die haben Christus angezogen. Das ist mehr als das Gesetz tun, ja? Hier ist kein Jude und auch kein Grieche, also kein Nicht-Jude, ja? Hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib. In Christus ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Das ist keine kulturelle Aussage, die Paulus macht. Das kommt aus Jesaja 7. Er sagt, ihr seid Immanuel. Christus ist das Haupt und die Gemeinde ist der Leib.
Christus ist, der Mann ist ein Bild für Christus und die Frau ist ein Bild für die Gemeinde. Aber in Christus sind wir eins. Und deswegen ist in Christus auch kein Unterschied zwischen Mann und Frau, der zu der Zeit viel stärker war wie heute. Ja? In Christus sind die Frauen genauso viel wert wie die Männer auch. Ja? Und manche mehr. Und manchmal sind Männer auch mehr wert wie Frauen. Wir haben ja Gleichberechtigung. Auch Männer haben Rechte. Ja, das ist so. Ganz erstaunlich, ja. Merkt ihr, wird da alles durcheinander gezerrt, ja. Merkt ihr, wie modern so ein Satz ist von Paulus? In Christus ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Kein Unterschied zwischen Knecht oder Freier. Kein Jude, Unterschied zwischen Grieche und Jude. Ihr seid allzumal eins in Christo Jesu. Ihr seid eins geworden. Das ist fast wie im Paradies. Adam und Eva werden eins. Eines Tages werden wir vereint werden mit Christus. Das wird Wonne sein. Die Ehe und das, was Mann und Frau so da veranstalten, das ist ein Bild auf das ewige Vereintwerden der Gemeinde mit Christus. Das wird Wonne. Ja? Das ist noch ein schwaches irdisches Abbild, was Gott dann noch übrig gelassen hat in der Schöpfung. Ja? Waren eins. Ja? Eva kam aus der Seite von Adam. Ja? Im Westerwald, wo ich herkomme, glaubt man, dass alle Männer eine Rippe weniger haben müssten. Kennt ihr das auch? Nee, alle lachen immer darüber. Manche kennen das, ja? Also ich habe das auch gehört, dass die Männer eigentlich eine Rippe weniger haben müssten. Aber als ich dann erwachsen wurde, habe ich gedacht, wenn man einem Mann ein Bein amputiert und der zeugt ein Kind, dann hat es auch nur ein Bein, oder? Ja? Aber manchmal sind so Sachen bei den Christen im Kopf, ja, die kriegt man da ganz schwer nur raus, ja? Ja? Und der Schwabe sagt, wenn er von seiner Frau spricht, sagt er immer, mei Ripp. Ja? Die machen das. Ja? Mei Ripp. Also seid ihr aber Christi, wenn wir Christus gehören, dann sind wir ja Nachkommen Abrahams. Ja? Weil Abraham hat ja einen Segen bekommen, ja? Da wurde ja gesagt, in Abraham soll gesegnet werden, soll alle Welt gesegnet werden und dein Nachkomme wird Segen erben, den Segen Abrahams, ja? Und dieser Nachkomme Abrahams, sagt Paulus, das ist Christus, ja? Wenn wir aber in Christus sind, dann sind wir ja Nachkommen Abrahams in Christus und dann sind wir ja Erben. Dann erben wir noch etwas. Da kommt noch etwas, ja? Eine Freizeitgruppe fährt nach Griechenland und die machen dort so einen Segelturn und dann legen sie an der Insel an und wollen mittags grillen. Da steigt einer aus und sagt, gehört alles meinem Vater. Und dann sagen die, wie, deinem Vater gehört die Insel? Nö, alles. Ach so, ja, schon klar. Ja. Mein Gott, ja? Mein Vater im Himmel gehört alles meinem Vater hier. Ja? Wartet drauf, dass es offenbar wird, dass wir das Erbe. Wir sind nach der Verheißung Erben in Christus. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist was Großes, ja.